Hallo und herzlich willkommen, liebe Metfreunde. Nein, ein Abstich des Mets ist noch nicht erforderlich, sondern wir kontrollieren nun erstmal nach 10 Tagen den Geschmack und den Alkoholgehalt. Damit herzlich willkommen, liebe Metfreunde, zum zweiten Teil meines Wikinger-Met-Ansatzes mit der besonderen Methefe. Der Ansatz gärt nun mittlerweile 10 Tage kontinuierlich, jetzt nicht übertrieben stürmisch, aber doch recht kräftig. Meist lässt es sich schon direkt am Gärgeruch erahnen, ob der Wein langsam trocken wird. Und ich vermute hier schon seit einigen Tagen, dass eine Nachsüße dringend erforderlich wird, und wir werden heute mal den Alkoholwert messen und den Geschmack kontrollieren, und vermutlich werde ich heute nachsüßen, und für die Nachsüße benutze ich zunächst erst einmal 2 Kilogramm Waldhonig. So, ich nehme zunächst wieder eine kleine Probe. Und jetzt bin ich gespannt. Es strömt hier schon ein recht ungeheurer Gärgeruch aus dem Gärbehälter heraus. So. So, jetzt kann es losgehen. Ich verkoste. Also man bemerkt in der Tat noch eine leichte Restsüße. Der Geschmack ist phänomenal gut. Also ich würde behaupten, dass ich mit bisher keiner vorangegangenen Hefe in diesem Stadium einen so fantastischen Geschmack erzielt habe. Das soll ja auch diese Besonderheit der Hefe hier sein, dass die durch ihre mittlere Gärgeschwindigkeit die Honigaromen besonders gut hervorbringt, und offensichtlich ist das hier auch der Fall. So, dann wollen wir mal den Alkoholwert kontrollieren. So, bei diesem Honig hier heute sollte uns die Messung auf jeden Fall gelingen. Mit dem Vinometer. So. Auf das Tellerchen und den Wert ablesen. So, ich habe unseren Ansatz mit dem Vinometer nun dreimal überprüft und alle drei Messergebnisse zeigten 9%. Ich habe in der Vergangenheit mit anderen Hefen, die ein bisschen gäraktiver waren, da für eine solche Gärzeit auch schon andere
Werte erzielt, die bei 10-11% lagen. Aber schlecht kann man das jetzt nicht bezeichnen, das Ergebnis. Für 10 Tage ist es in Ordnung. Und der Geschmack ist interessant, ganz ausgezeichnet. Für einen, im Prinzip kann man es jetzt noch nicht als Wein bezeichnen, für so einen Federweißen in diesem Stadium schmeckt es wirklich hervorragend. Und ich vermute mal, dass diese Methefe einen großen Einfluss darauf hat. Leicht schmeckt man die Zitronensäure heraus, ganz leicht. Und den Alkoholwert merkt man auch schon. Und Restzucker ist natürlich bei 9%, kann man sich ja leicht ausrechnen, auch noch etwas vorhanden. Man schmeckt ihn auch sofort heraus. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, heute bereits mit 2 Kilogramm Waldhonig nachzusüßen. Ich benutze dazu auch einen Waldhonig vom Discounter, der aber wiederum auch mit der Goldmedaille ausgezeichnet ist. Das mache ich jetzt mal. Das Aufschmelzen von diesem Waldhonig gestaltet sich immer recht einfach. Ich habe jetzt hier das heiße Wasserbad schon vorbereitet. Ich gebe jetzt einfach unseren Waldhonig da rein. So, und wir warten einige Minuten. In der Zeit habe ich natürlich bereits wieder unseren mittleren Topf mit etwas Wasser befüllt und schalte wieder die Platte auf eine mittlere Hitze. Bei diesem Waldhonig braucht man nicht ganz so lange warten. Wir sehen schon hier, wie gut der aus der Verpackung läuft. Ich werde natürlich wieder mit Wasser ausspülen. So. Mit Wasser nachgespült. So, und wir sehen uns wieder, wenn ich die 2 Kilo komplett aufgeschmolzen habe. So, der Honig hat jetzt die richtige Konsistenz. Und ich muss sagen, ich war heute überrascht davon, von dem Geruch und dem Geschmack von diesem Honig. Das ist absolut fantastisch. Das scheint irgendwie eine neue Marge zu sein hier. Das ist ein Netto-Waldhonig vom Land. Und ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit war dieser Honig nicht mit einer Gold, sondern nur mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Und anscheinend hat sich da was getan. Also die Sensorik dieses Honigs ist fantastisch. So, ich benutze wieder die kleine Schüssel zum Einfüllen. Und jetzt kann die Nachsüße losgehen. So, ich süße jetzt unseren Ansatz mit dem Waldhonig nach. Erst wieder vorsichtig. Man weiß nicht, wie viel CO2 sich gebunden hat. Vorher eine ziemlich starke Reaktion. Gut, dass wir noch so viel Platz in dem Gärbehälter haben. So, und? Ja, wieder eine ziemlich intensive Reaktion, die aber auch sofort verschwunden ist wieder.
Oh, die nächste Portion. Herrlich. Oh, 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 oh. Jetzt habt ihr es gesehen, was passieren kann. In so einem Fall halte ich sofort den Gärbehälter zu und lasse vorsichtig das Gas ab, bis sich die ganze Sache in dem Ansatz wieder beruhigt hat. Sowas kann natürlich schnell zu einer großen Sauerei führen. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht sofort zu behelfen weiß. Und schon ist die Sache erledigt. So, das war endlich mal eine starke Reaktion, dass ich euch das mal wirklich im Bild festhalten konnte, was passieren kann. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt noch größere Gärbehälter als diesen 20 Liter Behälter hier benutzt. So, natürlich werde ich Topf und kleine Schüssel wieder etwas ausschwenken. Zum Ausschwenken verwende ich immer nur sehr wenig Wasser. So, und wie wir sehen, hier ist noch ausreichend Platz für die nächste Nachsüße, die garantiert noch erfolgen wird. So, ich werde das Ganze jetzt noch einmal schütteln. Und dann den Gärspon wieder anbringen. Fertig. So, liebe Metfreunde, heute habe ich unseren Wikinger-Met-Ansatz auf den Alkoholgehalt überprüft, auf den Geschmack, welcher jetzt schon ganz vorzüglich ist, dank dieser anscheinend hervorragenden Methefe. Anschließend habe ich mich dazu entschieden, den Ansatz vorsichtig mit 2 Kilo Waldhonig nachzusüßen. Und ich hoffe, die Gärung wird jetzt kontinuierlich in der gleichen Geschwindigkeit weiterlaufen, da ich ja, wie gesagt, nur vorsichtig nachgesüßt habe. Zwischenzeitlich konntet ihr endlich mal bei der Nachsüße sehen, was eine plötzliche CO2-Entladung für Auswirkungen hat. Vor allen Dingen, falls ihr einen größeren Gärbehälter benutzt, meinetwegen ein 30 Liter Fass, ein 60 Liter Fass, wird sich diese Entladung natürlich noch viel stärker manifestieren. Ansonsten werde ich jetzt unserem Ansatz erstmal wieder ein wenig Zeit geben, denn wie gesagt, diese Hefe hier hat eine mittlere Gärgeschwindigkeit, um die Honigaromen besonders gut zu konservieren. Und ich denke mal, jetzt durch diese Nachsüße hat es die Hefe wieder ein klein wenig schwieriger. Und ich vermute mal, dass wir jetzt mit Sicherheit weitere 10 Tage vermutlich warten müssen, bis ein weiterer Handlungsbedarf hier an diesem Ansatz entsteht. Bis dahin wünsche ich euch erstmal wieder alles Gute und bis zum nächsten Mal viel Spaß mit euren eigenen Ansätzen. Macht's gut!